Sir, S.H.I.E.L.D. hat ein bizarres Gespräch auf einer alten AIM-Frequenz abgefangen. Ich habe viel gesehen, was Sterblichen bizarr vorkäme. Hören Sie selbst. Der Prototyp ist fertig, Herr. Das hast du gut gemacht, Dienerin. Das ist meine Stimme. Versammle die Erweckten, auf dass wir beginnen. Was ist das für ein Betrug? Jarvis, was kannst du uns sagen? Nur, dass dieser Funkverkehr in Skandinavien stattfand. Ich weiß nichts über diese Erweckten. Darauf muss reagiert werden. Wir brechen sofort auf. Wir müssen rausfinden, wer diese Erweckten sind und was ihr Prototyp macht. Und vergessen wir jenen nicht, der mich imitiert. Noch dazu schlecht. Ich fand es ziemlich gelungen. War es nicht? Also nicht schmeichelhaft? Ich denke, hier ist viel mehr im Gange als ein Identitätsdiebstahl. Die Nachricht kam aus diesem Wald. Es gibt dort eine stillgelegte AIM-Basis. Und trotzdem stehen die Gebäude noch. Das ist nicht typisch für AIM. Sie reißen immer alles ab. Das Geheimnis wird größer. Ich hege den Verdacht, dass AIM den Ort nie verlassen hat. Ich weiß nicht. So gehen sie eigentlich nicht vor. Wie auch immer, wir müssen zum Ursprung der Nachricht. AIM ist eingetroffen. Der Ausgangspunkt ist nicht weit in... Was ist das? Ein krankes Denkmal zu meinen Ehren und dem Weg nach Hause. Was immer das sein mag. Okay, sehen wir es uns an. Vorsichtig. Eine Falle! Sieht so aus. Jarvis? Ich scanne das Denkmal, dann wissen wir mehr. Der Ausgangspunkt ist nicht weit entfernt. Du fällst durch den Sohn tot! Mit der Macht eines Gottes! Das Denkmal scheint auch Signale zu übertragen. Warum ist es für uns die Quelle der Nachricht? Richtig. Es hat Kontakt zu einer Struktur in der Nähe, die seltsame Energiewerte abstrahlt. Dann ist die Mission klar. Dort finden wir den Betrüger und diese Maschine. Sehen wir es uns an. Es ist verschlossen, aber ich müsste die Haupttürsteuerung umgehen können. Kommen dir die Erweckten auch bekannt vor? Ja. Sie gehören zu AIM oder sind eine radikale Splittergruppe. Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Deine Schlacht endet hier. Kann mir jemand helfen?
Ich krieg hier ganze Schwierigkeiten, Leute! Danke für die Hilfe! Tor ist am Boden! Zerstört den falschen Gott! Du warst es. Ich bin der wahre Tor. Diese Erweckten sind für Vernunft nicht zugänglich, Sir. Der Kult könnte irgendwie mit AIM in Verbindung stehen. Ich suche weiter. Sie haben keine Chance. In der Nähe der Betrüger ihrer Position beleidigt nicht nur mich, sondern er besudelt ganz Asgard. Ruhig, Odinson. Suchen Sie eine Truhe mit Spezialressourcen in der Nähe. Noch eine Falle. Die Zerstörung der Trafos in der Nähe müsste die Sicherheitssysteme umgehen und uns Zugang gewähren. Nur zu gern. Ein gutes Gefühl, ja. Erlebt meine Macht! Wieder ein Gegner besiegt. Danke für die Hilfe. Seht, die Form der Natur. Nur noch zwei übrig. Yeah.
Jäger! Ich schieße jetzt! Du fällst! Sei gesegnet. Mein Licht verblasst. Das war der letzte. Allvater, erhöre mich! Ich bin es, der wahre Gott des Donners. Dann stell dich und lass mich deine Lüge enttarnen. Willkommen. Eindringlinge. Thor, das ist echt seltsam. Und ärgerlich. Stell dich im Kampf, Betrüger. Dann sehen wir, wer des Namens Thor würdig ist. Der Glaube meiner Anhänger steht außer Frage. Erweckte, hört mich an! Der falsche Gott naht! Vernichtet ihn! Wir sind nicht allein. Kämpfe, Scharlatan! Ich würde Mjölnir nicht mit deinem Blut beflecken. Stattdessen ist hier mein Ersatz dafür. Feigling, dann zerstören wir jetzt deinen Automaten und dann dich! Sind verwischt. Ihr findet uns nie. Ich wette dagegen. Du dauerst mich, Komplizin eines Betrügers.
Alles okay, Großer? Der falsche Thor schwört, seine Anhänger kämen zu ihm nach Asgard. Sollten sie wirklich einen Weg öffnen wollen, gibt es eine Katastrophe. Diese Frau, Helen Gable, sprach von Dokumenten. Ich muss sie finden. Es gibt sicher keine digitalen Kopien. Ich muss es versuchen. Mit dem Namen Thor wurden Lügen verbreitet. Ich werde das beenden oder bei dem Versuch sterben.